Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auch unter Wasser bei Ark. Huch, wo bist du denn? Und mit mir dabei ist der wahrscheinlich jetzt auch etwas nasse Rainbird. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ja, ich bin ein bisschen feucht. Mit seinem Parasaurier hier. Trixie, Mann, komm bei Fuß. Ja, es sind Dinge geschehen. Ja. Wir hatten keine Skillpunkte mehr, wir haben alles neu gelernt. Aber unsere Tiere sind immerhin nicht verhungert. Ja, das stimmt, das ist ein Vorteil. Und ja, immerhin. Oh, Trixie Mann hat sogar gelevelt, einmal wenigstens. Okay. Essen ist natürlich wieder komplett hinüber und dementsprechend haben wir uns entschlossen, Ark auch auslaufen zu lassen. Ja. Vielleicht heute mit einer längeren Folge müssen wir mal gucken. Ja, genau. Aber ansonsten ist, denke ich, mir mal hier Schicht im Schacht. Genau. Und dann... Wir werden uns diversen Story-Games mal wieder widmen. Ja. Genau. Ich glaube, die sind einfach... Das macht auch mehr Spaß für euch, weil wir da auf die Geschichte eingehen können. Die müssen wir irgendwie alles selber machen. Und ich bin ja nicht so gut im selber machen, vor allem seit ich eine Freundin habe. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, yes. Da mache ich quasi nichts mehr selber. Entschuldigung. Falls oh, du yes zusiehst. Oh Gott. Ja, dann schämt sie sich jetzt gerade ganz gewaltig. Oh, yes, alles klar. So. Ja, dann müssen wir ja nicht unbedingt hier bleiben und noch so viel farmen oder sowas. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ja. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Viecher irgendwie mit an Bord kriegen. Ja. Nee, Clotilde, nimm noch mal die Behindertenrampe hier. Ja, ich glaube, ich muss eine zweite Rampe basteln. Ja. Das Schlimme ist, ich bin schon überladen. Ich sollte erstmal eben meine Sachen aus dem Inventar rauspacken. Clotilde? Ich kann nicht mal laufen. Nein, 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 nein. Warum kommst du denn immer so schräg? Clotilde, komm gerade. Ich versuche mal eine zweite Rampe zu bauen. Ja. So, ja, heißt, ja, Clotilde! Ja! Die Scheiße hier loswerden. Sie hat's geschafft. Clotilde hat's geschafft. Ja, dann kannst du in der Zeit mal versuchen, Trixie Mann mal drauf zu kriegen, während ich mal eben gucke, ob ich irgendwie. So, ich park die erstmal. Verhalten. Folgen deaktivieren. Das können wir drin lassen. Also kann ich Trixie Mann überhaupt sagen, dass er mir folgen soll? Klar kann der dir folgen. Ich meine, wenn ich es kann, dann kann der dir auch folgen. Ich dachte, der ist auf dich so gefixt. Oh, hat der einen großen Wendekreis. Hat der einen großen Wendekreis, Alter. Oh, die Steinschleuder überhaupt? Eigentlich nicht. Ach, im Grunde genommen ist das so ein trauriger Abschied. Aber es soll nicht leise werden. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas Fieses angreifen oder sowas. Ja. Na, Trixie Mann, ja, super. Und jetzt nicht runterfallen. Ich kann halt echt gut parken. Ja, und jetzt musst du das Folgen noch deaktivieren. Oh Mann. Mann, das war jetzt wirklich auf Parken. Natürlich, was? Mann! Oh Gott. Hast du ihm gesagt, er soll stehen bleiben? Ja. Also können wir fahren? Ja, wir können fahren. So, jetzt ist eh alles scheißegal. Setz die Segel! Ich setz die Segel. Ich setz mich ans Steuer. Wir spielen wieder Sea of Thieves. Arrrr! Ja, und da kackt Trixie Mann gleich vor Angst. Ah. Und das rollt gleich runter. Tschüss. Hui. Okay, dann ist es auch scheißegal, ob der Lichtdio-Dingsbums... Was machst du? Nein, Raybird! Wie komm ich da wieder drauf? Was, weiß ich nicht. Was tust du? Ich versuche aufzustehen. Warte mal, wo ist die Rampe? Ich komme über die Rampe. Die ist auf der anderen Seite, ja, genau. Ja. Na, gehst du da jetzt hoch? Na, jetzt wäre es ja ein Ding, wenn ein Megalodon kommt. So. Ich bin aus Versehen gesprungen, während du in voller Fahrt warst. Ja, das ist... Nein! Ich wollte da vorbei. Ich hing fest an Trixie Mann und dir. Okay, ich warte jetzt, bis du deine Position, deine Parkposition Du musst bei mir auch das Folgen deaktivieren. Warte, komme ich hier irgendwie vorbei? Dann springt noch einer von den Viechern hinterher. So, jetzt darfst du losfahren. So, bleibst du jetzt bitte stehen, ja? Gut. Ja. Bleib ich stehen. Es darf jetzt keiner mehr springen. Feierabend jetzt hier. Kennst du den Rückweg noch? Ja, klar. Weiß ich, wo wir wohnen. Echt? Ich nicht mehr. Ich finde mein Zuhause immer wieder. Das ist gut. Oh, eine Qualle. Wir dich haben, Lizzie. Guck mal, eine Qualle. Qualle? Hat die sich qualifiziert? Oh ja, weiß ich nicht, wofür die qualifiziert ist. Für die WM. Warte mal.
Da ist aber, glaube ich, auch ein Megalodon unter ihr. Schade. Jetzt hätte ich gesagt, die holen wir uns. Da, eine Qualle, siehst du? Ja, kann ich die pflücken vom. Weiß ich nicht, ich versuch mal so ranzukommen, wie es irgendwie geht. Da fahren wir noch ein Stück. Warte so? Mal. Aber das ist auch ein Megalodon, ne? Pass auf. Sehe ich nicht. Wo denn? Siehst du nicht. Also ich sehe ihn dann munterlustig. Ey! Cool! Ja, der Megalodon. Ach, da ist er. Ich komme leider nicht dran. Kannst du noch ein Stück vorfahren? Ja. Nee, ich komme nicht dran vom Boot. Schade. Oh, verdammt. Na egal. Naja. Ist auch nicht so haben wichtig. Wir haben auf jeden Fall eine Qualle getötet. Wir haben eine Qualle getötet. Geil. Der epische Abschluss. Das ist mega episch. Wir haben eine Qualle getötet. Großartig. Sollten Sie aufpassen, dass ich hier nicht auflaufe? Ein bisschen rüber. Oh, lecker Auflauf. Hallo Dino. West Virginia. Which Mountains. Oh ja, mal schicke dumm. Was? Nein. Oh, dieser blöde Vogel. Warum denn nicht? Was? Der Vogel? Weil der nervt. Nein, warum denn nicht mein schönes Lied? Nein. Ich hab einen Ohrwurm. Oh ja, mal schicke dumm. Nein, das ist kein Ohrwurm. Da ist noch eine Qualle. Und Riximans Schiss ist gerade vom Bord gekullert. Das ist gut. Ja, was machen wir denn? Lassen wir die Viecher da und gehen ins Landesinnere und reißen irgendeinen Fleischfresser auf oder was? Okay, das machen wir. Das machen wir. Ich parke das Floß mal hier. Ja. Weil der Fluss zu flach ist. So, pass auf, irgendwie so, dass unsere Viecher auch miteinander Land kommen. So. Ja. Ah, okay. Also die lassen wir nicht hier, die Viecher, sondern parken die zu Hause. Zu Hause, wir sind ja gleich zu Hause. Okay. So, ich reite sie. Ja, toll. Warte mal. Die hat auch so einen großen Wendekreis. So. Riximann bei Fuß. Prima. Ey, unsere geile Hütte steht noch. Ja, wer sollte die denn abreißen? Hat ja jeder Mitleid mit uns. Da sagt sich jeder Dino, oh nein, guck mal, wie niedlich. So viele Stunden in Ark und sie haben es noch nicht geschafft, was Vernünftiges zu bauen. Die oh nein, mein verdorbenes Fleisch ist verdorben. Dein verdorbenes Fleisch ist verdorben? Stand da. Hallo Pennywise. Du bist tot, wer verdorben. Alles klar, Triximann. Triximann hat aber auch nichts mehr zu fressen, ne? Sehe ich gerade. Uiuiuiui. Möchtest du verdorbenes Fleisch haben, Triximann? Na, lecker. Leder haben wir nicht mehr, ne? Ich hab noch ein bisschen was. Ich habe 23 Leder. Na, ich glaube, das passt nicht. Da lacht sie. Warte mal, wie war das denn? Der Triceratops-Sattel kostet mich wie viel Leder? Oh. 140! Ja, lass uns unsere Tiere töten. Ja, genau. Und dann habe ich einen Sattel. Yay! Ja. Aber das wäre jetzt eben nochmal, wäre es mir jetzt eben nochmal wert, irgendwas zu erledigen, dass ich mir wenigstens, dass ich am Schluss wenigstens noch auf Triximann reiten darf. Ja, okay, dann machen wir das doch. Bevor er vom auslaufenden Server getötet wird. Nein! Terizinosaurier! Nimm Clotilde und weg. Clotilde? Folgen. Und weg. Weg, 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 weg. Oh. Oh, den nicht töten. Nein, glaub mir, den willst du jetzt nicht töten. Der ist Level 34, der macht Moves aus uns allen. Oh. Wenn das der ist noch mit dem Level 34. Also selbst wenn der ein kleineres Level hat. Verdammt, jetzt wäre es interessant zu gucken, was der für ein Level hat. Ja. Hallo. Weil es ist machbar, aber ich glaube, wir sind zu schwach dafür. Okay, ich habe 40 Pfeile. Ja, dann wir müssten den ja betäuben. Nein, wir wollen ihn töten für Leder. Du willst ihn töten? Ja. Aber dann sterben mit den Tieren oder ohne unsere Tiere? Ich glaube, Clotilde macht nicht so viel Schaden, oder? Ich weiß auch nicht, ob Triximann das überlebt. Level 6. Ja. Das ist Clotilde, Level 37 immerhin.
Da können es drauf ankommen lassen, aber wenn der nachher ein hohes Level hat, dann sind wir alle im Arsch. Hm. Warte mal, ich guck mal eben, welches Level der hat. Ja. Auch auf die Gefahren, dass er mich trifft. So, Trixie Mann, du bleibst da. Oh Gott. Was tue ich? Ich bin so bescheuert. Go, Lizzie. Go, Lizzie. So, welches Level hast du denn, ne? Sag mal, na? Du kleiner Terizino-Stinker. Mietz, Mietz, welches Level haben wir denn? Na? Na? Der tut ja gar nichts. Level 20! Und er ist hinter mir her. Scheiße, ich renne in die andere Richtung. Au! Nein, renn zu mir, ich greife ihn an. Nein, hör auf, nicht angreifen. Level 20, wir sind Level 50 zusammen. Das schaffen wir nicht. Der hat mit einem Schlag hat der meine Klamotten kaputt gehauen. Oh. Dann lass mich lieber sterben. Lizzie, nein! Ah. Oh, ich habe keine Hose mehr. Lizzie. Ja, ich respawn dann mal im Bett, ja, im Liebesnest. Okay. Ich töte da mal andere Tiere für dein Leder. Ja, besser ist das, glaube ich. Aber ich muss trotzdem meine Klamotten wieder haben. Ich bin nackig. Oh, super. Hallo, Pennywise. Ich mach mal die Tür zu, damit Pennywise nicht auf die Idee kommt, den noch anzugreifen oder sowas. Aber bist du wieder, ach, du bist im Bett gespawnt. Ich bin im Bett gespawnt, ja. Sagen, bist du wieder zu Hause. Spitzhacke für Leder, ne? Das passiert mir... Oder jeden, Axt? Die... War das nicht die Axt? Das passiert mir jeden Morgen. Jeden Morgen spawne ich im Liebesnest. Okay, 33 Leder habe ich. Okay. Noch dazu bekommen. Da liege ich. Wie süß ich aussehe, wenn ich da liege. Wie süß du aussiehst, wenn du tot bist. Ja. So hilflos. Lizzie. Okay, es tut mir leid, Lizzie, es tut mir leid. Jetzt habe ich 12 rohes Fleisch von mir gekriegt. Geil. Das ist so eklig. Kein Leder? Leg ich mal rein. Leg ich mal gleich auf den Grill, damit wir was zu essen haben. Ja, genau. Oh Gott, das ist so pervers. Ich treffe dieses blöde Vieh nicht. Ja, die Parasaurier kannst du vergessen, wenn du Leder hast. Die habe ich da eben schon getötet ein. Aber die rennen doch weg. Jetzt wird er vom Raptor getötet. Nee, ich kann auch nicht mal meine Klamotten reparieren. Toll. Muss ich halt ohne Hose rumrennen. Geil. Ganz viel zu Hause. Warte mal, den Scheiß kann ich wegschmeißen. So, du bist so ein Spucker, ne? Ich? Nein. Ja. Ich bin immer ganz lieb. Ich spuck niemanden an. Ich habe kein Holz mehr im Inventar. Ah, mein Bogen ist kaputt. Jetzt kommt er nicht hierher. Oh mein Gott, Raptoren. Ja, der eine Raptor ist tot. Pennywise rastet aus. Ich will doch nur ans Feuer. Ich will was zu essen machen für uns. Ja, wegschmeißen. Jetzt habe ich einen Raptor angegriffen und der andere Raptor kam. Was? Stroh kann ich auch nehmen. Kann ich ihn irgendwie reparieren? Halbieren? So, dann nehme ich ihm halt Stroh dafür. Ist egal, Hauptsache wir haben etwas zu essen. Ich brauche ein Holz. Ja, Holz habe ich gerade gar nicht. Und, Muss ich mal kurz ein Bäumchen fällen. Ja. Wir sind ja bald weg. Ich höre Kampfmusik. Kampfmusik? Ja, da greift... Nein! Was ist das? Nein, Pennywise! What? Willst du mich verarschen? Was ist das? Ein Raptor. Nee, ein Dilophosaurier. Ja, hat er ihn durch das Ding geschlagen, oder was? Ja. Wie kacke ist das denn? Ah, Mann. Okay. Da müsste gleich irgendwas angreifen. Für wenigstens doch den Sattel haben. Ja. Wie viel Leder brauchst du? 140. Ich habe 72. Ich glaube, ich habe es aber immer falsch gemacht. Soll ich Clotilde opfern? Hat Clotilde Nein! Blödsinn. Dann eher ohne Sattel, um Gottes Willen. Also auch wenn wir, wenn der Server dann stirbt hier. Nein, das mag ich nicht. Das kommt nicht in Frage. Die soll es schön haben, bis der Server dann eingestampft wird.
Was ist denn das da hinten? Oh, da hinten ist wieder ein Muschi-Dings. Muschi. Ja, aber die muss, glaube ich, jetzt dran glauben. Deine Muschi muss dran glauben. Ist ja nicht meine. Ach so. Ist ja eine Fremde. Ist ja eine Fremde. Geil. Was brauchen wir jetzt für einen Speer? Ah, fucking Fuckvieh. Warum kann ich jetzt keinen Speer basteln? Speer? Feuerstein, alles klar. Fred? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ich frag ihn. Nee. So? Ah ja. Alles klar. Genau, Lystro. Ich hatte eben auch einen gesehen. Wo ist der denn? Oder hast du den jetzt gerade getötet? Nee, kann ja nicht sein. Hast du den gerade getötet? Ich habe einen Lystro getötet. Okay, ich finde schon irgendwas, was ich kaputt hauen kann. Wir brauchen Leder, Leder, Leder. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja. Habe ich mich gerade selber gehört bei dir. Das war sehr schön. Rainbird, was ist denn so dein bislang Favorit auf der E3? Sag mal. Captain Spirit. Ah, ja, Life is Strange, alles klar. Ja. Okay. Du gehörst eher zu den mit den leisen Tönen. Ja. Ich mag das Universum, diese Erzählart, das mag ich ja immer sehr gerne. Ja, Life is Strange, müsste ich eigentlich auch nochmal machen. Nochmal machen? Hast du das schon mal gemacht? Nein, na, müsste ich auch noch. Ach so. Mal machen. Ach so. Sagen wir es so rum. Also 120 Leder habe ich. 120, ich habe, glaube ich, eben gerade nicht viel gekriegt, oder? Habe ich überhaupt Leder gekriegt? Nee, ich habe. Oh, ich habe Perlen gekriegt. Und Chitin. Soll ich dir eine Kette bringen, Schatz? Ein Penisring. Ein, was? Was? Wie kommst du von Perlen auf Penisring? Ein Perlen-Penisring. Weil es Perlen vor die Säue ist, oder was? Was? Ja, wie kommst du denn bitte schon von Perlen auf sowas? Ich habe eher an Halsschmuck gedacht oder sowas. Ja, da kann man ja auch anders hinhängen. So, ich will was aufreißen. Oh, wen willst du aufreißen? Na, irgendwas, was Leder gibt. Geben Fische Leder? Ich bin doof. Ich habe gerade Leder verbraucht. Entschuldigung. Nee, die geben nur Fisch. Verdammt. Fische geben Fisch. Aber gibt's die auch? Es gibt doch auch Fischleder. Oh mein Gott, haben wir erschrocken. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Gott, hier gibt's eine prähistorische Ente. Das wusste ich nicht. Ob die Leder gibt? Das hätte ja auch wer weiß was sein können, was angereift. Ich bin mir nicht sicher. Dodo, es tut mir leid. Ich brauch dein Leder. Hör mal auf mich zu schubsen, du Wow, 8 Leder. Geil. Wow, ich bin so reich. So lederreich. Reich an Leder. Reich an Leder. Hör mal auf mich zu schubsen, du Idiot. Mal gut, dass ich das nicht bin. Country Road. Oh, geh weg, du. Keiner mag dich. Hallo. Hallo to the place. Have a long. West Virginia. Mountain Mama. Take me home. Ich habe gekackt und hier ist eine Fliege. Ich habe keine Waffen mehr. Da kommt ein Raptor. Ist der geboren? Was ist der? Was? Wieso leuchtet der? Oh, hast du den Diplodocus angegriffen? Was? Nein. Ach so, das sind die Mega-Neura. Alles klar, ich wollte gerade sagen. Ich habe keinen Speer. Hilf mir. Ist der Speer? Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Die fliegen um mich rum, weil ich nach Kacke rieche. Ich wurde vergiftet. Geil. Hui, ich wurde vergiftet. Ja, you killed. Aber es waren zwei, ne? Ja, hier ist die andere, die schwirrt noch um mich rum. Die sieht man so schlecht. Aber wir haben ja kein Friendly Fire, also kann ich ja ruhig zuhauen, genau. Egal. Hau drauf. Meine Hose ist kaputt. Oh, du bist ja auch unten ohne.
Das sagt schon alles. Mann, ich sehe die hier nicht gegen das, diese Dunkelheit hier. Ja, okay, Level 11. Die ist tot. Sehr gut. Ich kann die wieder nicht abbauen. Warum kann ich die nicht abbauen? Ich habe die doch sogar getötet. Die konnte ich abbauen. Wo ist denn die andere? Ich sehe die gar nicht. Die andere lag hier eben irgendwo. Okay. Nö, nee, die ist weg. Keine Ahnung. Okay. Du sagtest, du hättest Leder? Ich habe 131 Leder, ja. Ja, ich habe, glaube ich, auch inzwischen was. Kannst du mir das geben? Es sieht aus, wie du gerade gegen den Felsen pinkelst. Ja, muss ich gerade, entschuldigen. Scheiße. Ah, schick. Fallen lassen, bitteschön. Fallen lassen. Aber ein Geschenk für dich. Dankeschön. Bitteschön. Leder habe ich mir schon immer gewünscht. Lack und Leder. Mhm. Aha. So, was brauche ich denn noch dafür? Herstellen. Triceratops. Hashtag was? Hashtag was? Ein Leder brauche ich noch. Ein beschissenes Leder. Also Hose. Töte Pennywise. Nein, ich töte Pennywise. Obwohl, ich hasse Clowns. Mir das echt mal eine Gelegenheit. Ja. Ich greife den Diplodocus an. Ah, da sind noch so kleine Spucker da. Ja, dann los. Das sind aber die Dilophosaurier. Ja, meine ich doch. Spucker. Das ist ein... Oh, ich hab Dual. Oh, nein. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist ein Trodon. Nee. Mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Obwohl, wollten wir nicht, oder wollte ich nicht YOLO-Modus machen? Das wäre bestimmt lustig. Deine Unterhose ist dreckig, Lisa. Okay, ihr müsst dran glauben, Kompis. Ihr seid tot. Lisa, deine Unterhose ist dreckig. Entschuldigung. Ich geh sie gleich waschen. Warum kann ich die schon wieder nicht abbauen? Toll, mit dem Speer geht's. Okay. So, ich habe 10 Leder. Willst ja, haben? Ja, ich hab gerade Leder gekriegt. Ich verhungere. Nein, Lizzie. Geh ans Lagerfeuer, dann müsste mein Fleisch müsste jetzt gar sein. Oh Gott. Das ist so brutal. Oh ja, lecker. Was fehlt mir denn jetzt noch? Jetzt fehlen mir noch 4 Holz. So, das ist ja kein Ding. 4 Holz kann ich. Erstmal 5 Steaks reingedrückt. Und dann reiten wir gleich mit unseren Dinos in den Sonnenuntergang. Ja. Yay. Und dann sterben wir. Lass uns irgendwas Großes angreifen. T-Rex oder sowas. vor allen Dingen ohne Hose. Sehr schön. Ja, Triceratops-Sattel. Hast du deine Tage? Wieso? Weil du Blut an der Unterhose hast. Das ist nicht mein Blut. Doch, Mann, ich hab gerade dich geschlagen. Ach, du bist doch echt. Oh, Trick Simon! Los, wir greifen Clotilde an. Nein! Mhm. Nicht Clotilde. Ja. So, Trixie-Mann, wie sieht's aus? Ja, komm schon, mein Kleiner. Sattel! Hui! Ja, Trixie-Mann! Jetzt wird's dunkel, willst du mich verarschen? Na toll! Oh, sehr langsam. Aber was der... Komm, ich sehe doch, hier sind Büsche. Ja! Kann Clotilde das eigentlich auch oder kann das ein Triceratops? Nein, ich glaube, also die Triceratops können Ach super doch. Farmen. Ach, das kann Clotilde auch. Strom und Holz. Ja, ich kriege aber mal eben so 11 Mio-Bären und alles Mögliche an Bären. Okay. Und wenn ich jetzt hier den Baum anschlage. Naja, das geht so. Hält sich so in Grenzen. Mehr Stroh als Holz. Aber bärenmäßig farmen. Oh ja, Bären. Ja, kann Clotilde auch ganz schön viele. 39 Amabären, Azulbären 35, 14 Narkobären. Ja, 12 Azul, 7 Stim, 13 Narko. Da kommt schon einiges zusammen. Esse ich mal ein paar Bären. So, Lisi, was machen wir? Wir sind jetzt bei 25 Minuten, dann können wir jetzt langsam das Ende einleiten. Ja, es tut mir echt leid, Leute, aber irgendwie... ist das auch ein bisschen sonst frustrierend und ja, wir haben auch schon was anderes im Petto und ich hoffe, genau. Das macht euch mindestens genauso viel Spaß und uns auch. Ja.
Aber es ist sowieso nicht wirklich Rainbirds Spiel. Und wer weiß, vielleicht spiele ich ja nochmal im Singleplayer weiter. Ja, das wäre doch schön. Ja, das wäre doch schön, genau. Geil. Ja, also an den wenigen Folgen, die wir im Arc rausgebracht haben, hattet ihr hoffentlich Spaß. Ja. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Dann kommen wir zu euch und dann gibt's aber Haue. Genau. Ich will auch nochmal. Los. Los, wir können den Territinosaurier nochmal angreifen. Oh ja, komm, das machen wir. Oder den Diplodocus. Mir egal, ich reite den hinterher und greife mit an. Ja, reite mir mal hinterher. Ich bin mit einem Schwertransporter unterwegs. So, hui. Ich sehe nichts. Ich bin auch nicht schneller. Ich sehe nichts gerade. Ach, hier ist unser Haus, okay. Ja. Wen wollen wir denn jetzt angreifen? Ist mir egal, du entscheidest, Lisi. Ich entscheide. Ja. Gut, es wird blutig enden. Und es tut mir leid, wenn es so enden muss. Ich sehe gerade aber gar nichts hier. Lisi, du entscheidest, ich gehe mit dir in den Tod. Du gehst mit mir in den Tod. Ja. Und ohne Hose. Ohne Hose. Ich habe auch keine Hose an. Geil. Hier meldet die Plodokus. Ja, okay, komm. Der schmeißt uns jetzt nur durch die Gegend. Nur für euch, Leute. Spektakuläres Ende von Arc. 17 Schaden. 39. Aber da schubst du mich immer wieder weg. Ich muss von hinten angreifen. Ah! Ich umrunde ihn. Es dauert nur 3 Stunden. Geil. Mann, es schubst mich immer weg. Ich kann nichts machen. Aber der macht keinen Schaden, ne? Ah. Ich schnappe ihn mir jetzt von hinten. Oh Gott, nein. Trixiborn ist erschöpft. Toll. Hier sind überall Felsen. Ich kann den nicht mal eben so von hinten schnappen. Welches Level hat denn der? Keine Ahnung. Oh nein, Trixiborn ist erschöpft. Oh nein. Hier liegt ein Ei. Von? Von keine ihm? Ahnung. Sehe ich nicht. Was für ein Ei ist es? Es ist ein... Es kommt der Retinosaurier. Oh. Ja, warum nicht, ne? Komm, wir gehen mit Stil unter, Leute. Genau. Und tschüss. Hui. Ich hab's. Sehr gut. Lauf. Lauf. Ich hab das Ei vom Tyrizinus auch immer. Ich will wenigstens noch den Diplodocus töten. Du bist aber zuversichtlich. Nein, er ist im Wasser. Verdammt, 55 Schaden? Der wird gerade von den Piranhas gefressen, kann das sein? Nee, ich schieß Pfeile auf den. Achso, du schießt Pfeile auf ihn. 39 Schaden. Trixiborn, halt durch. Du schaffst es. Nein, jetzt dreht er sich wieder um, der Blödmann. Jetzt habe ich einen Fisch getötet. Oh. Oh, der Regen, ey, das sieht vielleicht aus. Ja. Aber ich treffe ihn, glaube ich, am Kopf. Kann das sein? Ich glaube, ja. Das Spiel, er haut ab! Nix da! Das heißt, dass er angeschlagen ist, richtig angeschlagen ist. Komm schon, Trixiborn! Los, wir schaffen ihn! Oh, Trixiborn in Zeitlupe hinterher. Entkommt! Trixiborn schneller! Wo ist denn hier vorne bei dem Vieh? Also bei meinem Vieh. Oh, jetzt habe ich fast einen Parasaurier getötet. Alles klar. Hä? Oh Gott, den muss ich erholen, ja. Trixiborn, los! Er entkommt uns sonst noch. Nein, mein Bogen ist kaputt, scheint. Oh, greif nicht das andere Vieh hier vorne an. Das ist Kacke. Ja. Nein, er entkommt uns. Wir müssen ihn erlegen. Der gibt erstmal Leder und Fleisch. Ja, das glaube ich. Keine Pfeile mehr. Kann ich mir Pfeile craften? Nee. Aber toll, bei dem Tempo entkommt er uns. Komm schon, wir kriegen ihn. Nein! Er wehrt sich wieder. Ja, jetzt wehrt er sich wieder. Aber der ist schon... Der ist sehr, sehr blutig, ja. Der ist sehr blutig, ja. Jetzt kommen noch die scheiß Meganeurer. Oh nein. Ja! Yay! Level 11! Woo! Schnapp ihn dir! Ich schnapp ihn mir! Lass es! Ich
versucht, ich wollte mal rohes Filet. Nein, lass meinen Trixie-Mann in Ruhe. Oh, warum liegt der Trixie-Mann? Der ist betäubt von der scheiß Meganeura. Oh nein. Steh wieder auf, Trixie-Mann. Gute Nacht, Trixie-Mann. Oh nein, wie dramatisch. Trixie-Mann, steh wieder auf. Und komm schon. Du darfst nicht sterben, Trixie-Mann. Trixie-Mann. Oh, Clotilde, wie süß. Steh wieder auf. Trixie-Mann? Der ist voll bewusstlos von der scheiß Meganeura. Okay, was soll's. Wisst ihr, wir müssen sowieso irgendwann aufhören. Es tut mir echt leid um Trixie-Mann, Clotilde und sogar um Pennywise. Tut's mir leid. Aber wir werden sie jetzt hiermit offiziell begraben. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß bei unseren Arc-Folgen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Together wieder. Ich sag erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe sagen euch Lissy und hoffentlich auch der Rainbow, der hoffentlich jetzt nicht Trixie-Mann da hinten haut. Du haust mich? Ja. Ich hau dich mit der Fackel. Oh nein. Huch, jetzt ist es dunkel. Es ist dunkel. Ich wollte nur noch dein Poppes ein bisschen sehen und. Ja, behauen. ja, das sagen sie alle. Du hast gerade gekackt. Geil. Das nehme ich erstmal mit. Dann fangen wir. Das war komisch, wie es angefangen hat. Was für ein Fetisch hier, ey. Oh. Sollen wir jetzt meine Kacke auf? Zeig mir doch mal deinen Arsch jetzt. Nein. Hör auf, dich mal umzudrehen. Nein, Trixie Mann. Dreh dich doch nicht um. Nein, doch. Ey. Clotilde, lauf. Das ist meine. Ja, von wegen. Hier, kannst du Clotildes Arsch angucken. Nee, den will ich nicht. So, wir verabschieden dich endlich. Ich hab schon Tschüss gesagt. Ach so, ja, Schiss. Ich sag auch Schiss. Und bis... Bis zum nächsten Let's Play, was also Let's Play Together, was lustiger wird. Und es wird nicht Borderlands. Nein, sorry. So Pre-Sequel auf keinen Fall. Nein, aber wir haben da noch so ein paar andere Sachen. In petto. Genau, Far Cry 5 Multiplayer. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit der Lizzie und dem Rainbird. Macht's gut. Tschüsschen. Alles Liebe. Tschüss.